Dass wir einen Schrank haben, wissen die meisten, die uns verfolgen. Wie dieser aufgebaut ist, wie wir ihn zusammengebaut haben, was sich drinnen befindet und wie alles so funktioniert, möchte ich euch einmal in diesem Video erklären und zeigen. Und ich würde sagen, damit fangen wir am besten jetzt mal an. Moin erstmal und ich würde sagen, jetzt fangen wir hier vorne an der Frontseite des Schrankes. Der ist vorne zusammengezimmert aus Pressholz. Das haben wir einfach nur genommen, weil es einfach günstiger ist. Besteht dann hier aus mehreren Partien. Besteht deshalb aus mehreren Partien, weil man ihn halt nicht in einer Form reinbekommen hat. Deswegen haben wir es einmal durchteilt und hier in drei Teile, auch wegen der Tür. Dass man es halt dann später an die Balken befestigt hat. Kommen wir jetzt einmal zur Tür. Vorweg, der Knauf ist auch von IKEA. Wir haben eine, die meisten oder alle Knaufe von IKEA genommen, in verschiedenen Ausführungen. Die Tür wird gehalten von einem ganz normalen, üblichen Baumarktmagneten. Die Stärke weiß ich jetzt gerade so gar nicht. Und wie man jetzt sehen kann, haben wir hier zwei Abteilungen. Einmal unten für Lebensmittel, oben ist dann für anderen Kram, so wie Vanessas Schminksachen, Deo, Parfüm. Hier haben wir ein bisschen Kamera-Equipment, Akkus, Reinigungszeug. Der ganze Schrank aber an sich, wie man hier sehen kann, ist bestehend aus Balken. Einmal komplett drumherum, dann haben wir hier diesen Querbalken, der die Platte hier in der Mitte hält für das mittlere Fach. Diese Platte in der Mitte ist Multiplex Birke, 9 mm. Und laut unserer Erfahrung können wir sagen, dass 9 mm auf jeden Fall ausreichend sind. Ich würde nicht empfehlen, dass man vielleicht weniger nimmt, weil es könnte sein, dass es sich durchbiegt. Und das wäre halt auf Dauer ein bisschen blöd. Deswegen 9 mm oder mehr ist da auf jeden Fall die optimale Wahl. Dann hier zu der Verschraubung des ganzen Schrankes. Er ist hier links und rechts, auch an allen anderen Ecken, mit diesen Winkeln befestigt, wo zwei Schrauben reinkommen. Und der unterste Querbalken ist befestigt mit dem Boden bzw. ist direkt durchgebohrt, weil wir haben ja unter diesem PVC-Boden ja noch eine Pressholzplatte und darunter noch Längs- und Querbalken und somit ist das Ganze verschraubt. Also alles in allem ist es super fest. Wir haben recht lange Schrauben benutzt. Und zu den Winkeln kann ich auch sagen, dass die auf jeden Fall halten. Da haben wir auch an jeder Ecke eingenommen, dann jeweils immer vier Schrauben und laut unserer Erfahrung haben wir alles so verschraubt und sind sehr zufrieden damit. Wir haben heute einen kleinen Gast in unserem Video. Wir haben nämlich eine Raupe im Bett. Gastauftritt? Ja. Von Raupi. Die muss jetzt erstmal kurz rausgebracht werden. So, von vorne geht's nach hinten. Hier haben wir von außen eigentlich genau das gleiche, nur dass wir hier halt andere Details haben, ein paar Bilder. Auch wieder hier einen kleinen Motivationsspruch und gleiche Tür mit dem gleichen Knauf. Und auch wieder hier kann man sehen, dass wir schlecht gestrichen haben. Und auch wieder so ein Magnet. Unten ist wieder alles in die Karosserie geschraubt, mit den Winkeln befestigt. Die Platte, Multiplex Birke und der Querbalken. Und an sich ist es eigentlich das Gleiche. Ich wollte es nur noch mal zeigen, damit man sehen kann, wie es hinten aussieht. Und an sich ist vorne hinten identisch. Nur, dass wir hier hinten andere Sachen lagern und auch hier im Fach was anderes sich befindet. Aber das ist an sich für den Schrank ja unrelevant. Kommen wir jetzt zur Frontansicht. Das Herzstück des ganzen Schrankes ist vorne angefertigt aus Multiplex Birke, aber 12 mm. Das Ganze ist auch wieder zwei Teile. Das hat den Grund, da ja das obere hier ein Tisch ist und der untere Part, ja, erklärt sich von selber, einfach ja nicht zusammenhängen darf mit dem oberen. Im unteren Teil haben wir hier unsere Fächer, damit wir, wenn wir mal hier irgendwo ran müssen, halt von vorne ran können und nicht immer von vorne oder von hinten durchgreifen müssen. Hier haben wir den gleichen Kram wieder wie vorhin. Diese Fächer haben wir halt uns auf einer Schablone aufgemalt. Damit wir mit der Stichsäge da reinkommen, haben wir halt ein Loch gebohrt. Das Loch befindet sich jetzt hier unter dem Scharnier. Das kann man hier ein bisschen besser sehen. Wird von der Matratze ein bisschen verdeckt. Auch diese Griffe hier,
sind von IKEA, nur ein anderes Design. Ganz normal, Baumarkt, üblicher Verschluss. Sorry. So. Großes Fach, kleines Fach. Ja. Und nun würde ich sagen, kommen wir zum Tisch. Auch der Knauf, IKEA, also muss man nicht mehr erwähnen, alles IKEA. Tada! Von der Größe her ist er optimal. Wir beide haben Platz für unsere Teller, Tassen, Gläser, können uns hier ausbreiten mit allen Dingen, die man so dabei hat. Man kann hier gut arbeiten mit dem Laptop, es hält das Gewicht des Laptops aus, man kann es darauf abstützen, ist alles kein Problem. Vorher war das aber nicht so, weil vorher hatten wir nur diese Hydraulikscharniere, 150 Newton. Die waren sehr gut, die haben den Schrank auch geschlossen und aufgemacht, aber die haben das Eigengewicht und den Laptop nicht so hundertprozentig unterstützt. Deswegen haben wir nochmal hier diese Ketten nachgerüstet, die den Tisch jetzt richtig schön stabilisieren und halt durch die Zugkraft hier den Tisch einfach in der perfekten Waagerechte halten, so dass man sich auch darauf abschützen kann. Wenn wir den Schrank schließen, dann wird er einmal geschlossen gehalten durch diese Scharniere und auf jeden Fall auch durch diesen Magneten hier. Das ist auch ein bauüblicher Baumarktmagnet, aber viel stärker und größer als die anderen Magneten. Auch hier die Stärke weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er wirklich kräftig, so dass man, ich kann es nochmal zeigen, auf jeden Fall hält er zu. Während der Fahrt ist er noch nie aufgegangen, egal was für Straßen wir fahren. Und wenn man jetzt einfach so zieht, man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, aber man merkt schon, dass der wirklich gut zuhält. Auch hier wieder zwei Fächer. Die Trennplatte hier, 12 mm Multiplex, wird aber hier gehalten nur durch einzelne Winkel, was auch komplett ausreicht. Unten haben wir diesen Querbalken auch nur, weil er quasi den hinteren und den vorderen Balken zusammenhält. Das gleiche haben wir auch hier oben. Und auch der obere Balken, der hier rüber geht, und der hintere werden überwiegend nur durch Winkel gehalten. Und was auch ganz wichtig ist, da der Schrank ja auch nach vorne kippen könnte oder wackeln könnte, sind die hinteren Balken und der hintere obere Balken noch mit der Karosserie befestigt. Weil der VW T5 hat ja in der Mitte hier noch eine recht dicke Fassade vorne und hinten. Und da haben wir halt reingeschraubt mit verzinkten Schrauben, selbstschneidend, so dass er halt hinten nochmal an die Karosserie anlehnt und halt dann nicht wackelt oder umkippen könnte, wenn man halt den Schrank aufzieht oder wie auch immer irgendwo rüberfährt, was doll wackelt. Ist das Ganze halt schön fest montiert und macht soweit auch keine Probleme. Das war's, das Video ist quasi vorbei, der Schrank ist somit erklärt. Ich hoffe, es war auch alles verständlich für euch. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was nicht ganz klar ist oder was unklar ist, oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Verbesserungen, einfach reinschreiben, ist alles kein Problem, wir antworten gerne. Und ja, ich hoffe, dass das Video an sich euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ja, abonniert den Channel. Somit wirst du auch keine weitere Folge mehr von uns verpassen. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!